Hosea, Kapitel irgendwas. Jede Entscheidung hat Konsequenzen. Das sieht richtiger aus als vorher. Manche Entscheidungen retten Leben. Andere? Andere sind tödlich. Wallah. Wähle weise. Worauf wir spielen auf dem Toaster. Der, die das Toaster. Vor Christen. Oh. Nein! Ich will nicht sterben! Schweig! Deine Worte bedeuten hier nichts. Dein Blut begleicht die Forderung des Königs. Dein Opfer wird seinen Fluch aufheben. General Balatun, vergebt mir, Herr. Der König verlangt eure Anwesenheit. Die Götter sind gnädig. Vorerst. Ich kümmere mich später um ihn. Schafft ihn weg. Du hast Glück, Gutherr. Glück? Nein. Kein Glück für diese Hunde. Sehen wir das Gleiche? Wo hast du das gestohlen? Mann im Knast. Wen hast du wohl für dieses Kleinod getötet? Ich bin kein Dieb. Da wärst du der Einzige von euch. Ein Dieb oder ein Lügner? Das hat dein Volk nie gemacht. Ihr könnt euch ja nicht einmal das Hinterteil abwischen. Das gehört mir! Du hast hier keine Rechte. Alles gehört den Söhnen von Naram-Sin. Die Amigutiums. Vielleicht hast du ja doch noch Glück. Du kannst deine Leute schreien hören, wenn sie vergehen. Ich töte dich, Akada! Du wirst lernen, wer wir sind. Dein König wollte uns auslöschen, aber wir stehen noch. Wir stehen immer noch! Ihr Gothea seid ein Schandfleck auf dieser Welt. Ein nutzloses Rudel wilder Hunde. Zu dumm, um zu überleben. Meinst du? Oh, Mama Mia. Du hattest wohl recht. Ich bin ein Dieb. Okay. General, wir sollten hier weg. Der König, sein Wahnsinn wird uns alle verschlingen. Dass sie damals schon Deutsch gesprochen haben. Der Tempel ist verflucht. Eher sterbe ich an diesem Ort, als dort draußen der Pest anheimzufallen. Wir haben unsere Befehle. Alter.
Dieser Mondgott schickt dich, um ein Reich zu zerstören. Ich weiß es, Mädchen. Ich sehe alles. Sieh dich nur um. Wiegt diese Halle denn nicht alle meine Sünden auf? Schätzen die Götter diesen Ruhm nicht? Die Gothäer kommen, General. Der Mondgott schickt eine Armee, uns zu zerstören. Ich sammle sofort unsere Streitkräfte. Gut. Kunde von dort unten? Das sind hunderte Gefangene, mein König. Ihr Opfer wird Zeit brauchen. Zeit haben wir nicht mehr. Sei's drum. Das Blut dieser Armee wird den Sand tränken. Das Opfer wird erbracht werden. Fangt mit der hier an. Sagt mir, General, erinnert sie euch an jemanden? Mein König? Gemahnt sie nicht etwas an eure eigene Tochter? Wie alt wäre sie jetzt? 18. 18? Diese Pest ist eine solche Tragödie. Tötet sie. Wie ihr befehlt. Müssen wir auf Pia warten. Ich bin fast, also ich bin gerade in der Sequenz, sorry. Bei mir schon krasse Scheiße passiert. Ja, same. Götter, gib mir Stärke. Thank you.
Was lauert dort? Was habt ihr Akada getan, um so gestraft zu werden? Wir wurden verflucht. Unser König hat uns verflucht. Wir dachten, ihr wärt der Fluch. Das war falsch. Mein Herr stürmte den Tempel in Nippur. Er baut diesen Tempel, um Buße zu tun. Aber die Götter erhören ihn nicht. Und nun ist auch er verstummt. Mein Herr. Ihr seid frei von seinem Wahnsinn. Das sind wir alle. Frei? Frei zu sterben. Das ist dein Tempel. Was können wir tun? Da ist ein Weg durch die Katakomben. Dir soll ich vertrauen? Du hast keine Wahl. Das ist dein Tempel. Was können wir tun? Dir soll ich vertrauen? Hä? Ja, aber das können wir beide. Das haben wir dann beide gerade. Ja, ich glaube, dass wir gleich den einen und den anderen spielen werden müssen. Also du bist auch gerade in der Szene, wo die ganze Zeit das Viech gegen die Tür klopft? Ja, genau. Ah, okay. Das wurde mir jetzt irgendwie, glaube ich, nicht angezeigt, dass du jetzt auch in der Szene bist. Also ich habe es übersehen. Ich war in der ersten Szene, der in den Knast geworfen wurde. Ah, okay, da war ich jemand anderes. Dann werden wir jetzt die zwei sein wahrscheinlich. Okay, weil ja. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass du das nicht weißt. Komm. Also ich habe nur gesehen, dass du jemand mit einem Speer erschlagen hast. Ja, dann hast du es ja doch gesehen. Oh, dann habe ich es gesehen. Ja, gut. Ziemlich unfreundlich von dir. Hey, ich hab's verkackt. Warum? Hätte ich zweimal drücken müssen? Ja, ja, ja. Oh, shit. Für jeden Herzschlag ein einmal. Akada? Hat Angst vor einer Ratte? Jetzt habe ich alles gesehen. Kräftige Wir müssen Acht. Weiter. Keine Zeit zu verlieren. Okay. Hat er hier gedrückt? Zum Aufheben von Objekten. Okay. Er zum Untersuchen. Okay, ich kann das jetzt drehen. Oh, das ist Oh mein Gott, schreck mich doch nicht so. Wenn ich das aufheben würde und da so ein Käfer rumkrabbelt, dann hätte ich so Schiss. Bist du noch hier? Ja, ich untersuche hier gerade was. Ah, okay. Ich sehe hier so wunderschöne Fresken und solche Sachen, aber... Der Boden ist so rot. Meinst du, das ist alles Blut? Also... Ja, sieht ein bisschen danach aus, ne? Mit den Knochen und so weiter. Ja, ist Blut. Guck mal hier. Ich hab noch was. Ja, warte, ich habe hier noch was gefunden. Ich guck mir das mal schnell an. Und da ist eine Tafel. Und ich habe eine Vision. Musst du dir wahrscheinlich auch nochmal geben. Ich habe eine Vorahnung freigeschaltet. Also guck mal nach gerade über dich. Und dann frag nochmal, ob das alles Blut ist. Also da vor mir direkt. Hm. Oh, ja. Ja, die ganzen Knochen habe ich schon gesehen, aber mich wundert, dass das Blut sieht noch so frisch aus. Mhm. Aber wenn dann hier die Knochen liegen, ergibt ja nicht so wirklich Sinn. Ich glaube, es ist eher einfach feucht geblieben. Also das sieht eher aus, als wäre hier was gefüttert worden. Also nicht die Knochen hier, weil das so lang hier lag, dass da, ne? Sondern eher so, als wären hier so Reste gelagert worden. Und das hätten die Ratten und so weiter das runtergenagt. Ja, aber guck mal hier, also wenn du mal jetzt den ganzen Raum so abtastest, das ist sehr gut verlegter Boden. Ne, also... Was? Das ist alles wirklich direkt an den Holz, also an den Fußleisten, hört das Blut auf. Also, das ist schon echt ass rein. Gibst du gerade Feedback zu der Art und Weise, wie sie den Boden hier gebaut haben? Nein, das Rote vom Blut... Sollte ja. Das wirklich alles Blut sein, ist so akkurat verteilt im ganzen Raum, dass es die Fußleisten nicht berührt. Und das finde ich beeindruckend. Handlungen verdammen uns. Ja, was? Versteckte Informationen können wir sein. Nimm mal deine Fackel aus meinem Gesicht. Es sind doch immer die gleichen Gründe. Für Gold. Für Ruhm. Aus Gier. Aber kann ich da jetzt nichts lesen? Ich kann es nicht lesen, ne? Ja, ich auch nicht. Dankeschön, Clave. Dank für die 8 Monate. Aber er hat doch gesagt, dass. Also, ich habe doch gerade gesagt, das sind meine Leute hier, oder nicht? Ja, du hast gerade mit uns geredet und hast uns was erzählt gerade. Was denn?
Naja, du hast halt drüber geredet, aber du hast halt gerade gesagt, also ich habe dich gefragt, warum ihr den Tempel geplündert habt und du hast gesagt, das sind ja immer die gleichen Gründe. Für Gold und Ehre und Ruhm und ich habe gesagt, und für Gier. Für Ehre. Für Ehre, Digga. Da kann man bestimmt gegendrücken. Guck mal, die kann ich öffnen. Ist das nicht die Tür, aus der wir gekommen sind? Kannst du die öffnen? Ja, wir müssen zusammen, okay. Glaube ich. Sieht irgendwie nicht so gesund aus. Nee. Hast du die Vorahnung angeguckt? Ja. Mit irgendeinem Abgrund, dass da was hochkommt, ne? Ja. Wenn wir können, würde ich diese Tür du gerne zuerst. Hinter uns schließen. Wir sind hier sicher. Du zuerst. Bist aber auch skeptisch. Ich fühle mich hier auch nicht sicher. Was ist das für ein Anhänger? Sag die Wahrheit. Die Geschichte von Gutium. Ihr Akkada habt hart gekämpft, um ein Volk auszulöschen. Aber ihr solltet wissen, unsere Geschichte beginnt erst. Wie kommen wir hier lebend raus? Hm. Der Feind meines Feindes ist mein Freund. Oh. Wir helfen einander. Es gibt immer Hoffnung. Hm. Ich mag das, dass sie die Sachen wieder gezogen haben, die Waffen. Ja. Ich will hier nicht ohne Waffe durch. Ich will, dass die Tür zugeht. Ich glaube, die Vorahnung sagt, dass hinter uns dieses Viech kommt. Und dass wir gleich weglaufen müssen. Aber es geht nicht. Scheiße. Ich höre vor uns knistern. Wie viele Wege führen in das Grab? Ich muss mal ganz kurz... Nicht allein. Bevor wir weitermachen, ne? Ich finde, das sieht richtig gut aus. Ja. Also, ich finde, das... Jetzt richtig atmosphärisch einfach, ne? Einfach schick, ja. Ja. So, okay. Ich kann jetzt hier A drücken. Same. Hier drücken! Was denn jetzt? Toll. Okay. Ah, ja. Klasse. Ich wäre schon dreimal weg, wenn ich diese Hand sehen würde. Nee. Lauf. Lauf. Jetzt kommt er. Es kommt! Ich weiß. Akkada! Es gibt kein Entkommen. Uns bleibt nur eins. Gemeinsam kämpfen. Nein. Ach du Schande. Wenn wir beide fliehen, sterben wir beide. Halt dich bereit. Hm. Was? Was? Weg mit her. Willst du mich verarschen? Ja, ich brauch einen Fall. Alter, willst du mich verarschen? Wir hätten es nicht geschafft. Einer musste. Einer musste sich opfern. Ich finde es gut, dass du das gemacht hast. Aber ich werde jetzt auch noch gesnackt. Ja. Junge, das ist aber auch. Das sind mehrere. Ah! Ja, siehst du, wir werden eh beide verrückt. Du brauchst jetzt auch nicht traurig sein, Pia. Ich bin nicht traurig, ich bin sauer. Ich finde, das ist ein guter Grundstein für unser Let's Play hier. Das ist der gleiche Song, der damals bei... Das ist das gleiche, oder? Wir müssen unbedingt den Teil davor auch zusammenspielen, glaube ich. Machen wir. Das ist ja auch so eine, glaube ich, mittlerweile eine Trilogie, oder? Es gibt, glaube ich, schon drei Teile mittlerweile. Ja, das war auch geplant als Trilogie.
Bevor wir beginnen, bedenken Sie, dass nicht jede Party so endet, wie sie begonnen hat. Ja, den kenne ich schon. Das ist so quasi dieser Erzähler von allen Gästen schon böse zugesetzt. Aber ich bin zu voreilig. Ich bin der Kurator, der Bewahrer der Geschichten. Meine Aufgabe ist es, alles aufzuzeichnen, was Sie tun. Jede Entscheidung und jeden Fehler, den Sie machen. Das ist meine Bibliothek. Sie steckt voller unerzählter Geschichten. Geschichten über Freunde und Feinde, Treue und Verrat, Leben und Tod. Vor allem Verrat. Ich bin hier, um Ihnen zu helfen. Obwohl ich die Regeln ab und an schon etwas beuge. Mehrere Seelen getrieben vom selben Verlangen. Poetisch, nicht wahr? Manche Entscheidungen lassen sie näher zusammenrücken. Andere spalten sie. Spalten. Ich möchte Ihnen einen Rat geben. In der Geschichte begegnen Ihnen diverse Bilder. Bilder, die einen möglichen Ausgang andeuten. Ich schlage vor, Sie schauen genau hin. Denn Sie könnten auf eine unglückselige Zukunft hindeuten. Doch leider bleibt uns keine Zeit mehr. Wenn wir uns wiedersehen, erfahren wir, wie Sie sich schlagen. Oder scheitern. Ich hab schon Bock. Ich bin schon echt gehypt gerade. Was mich ja gewundert hat, dass 2000 vor Christi schon Kameras da waren. Das ist eine heftige Geschichte.